Keine Ahnung. Du musst ein bisschen logischer denken, weißt du? Das Dynamo-TV-Quiz wird präsentiert von Fruit. Wir retten deine Mittagspause. Dein Lieferdienst für frische, vollwertige Bowls und wohlig warme Lieblingsgerichte. So Jungs, herzlich willkommen beim Dynamo-TV-Quiz, präsentiert von Fruit. Fangen wir an mit der ersten Frage. Wir spielen am Wochenende im Ostduell gegen den Halleschen FC. Zum wievielten Mal treffen Dresden und Halle in der dritten Liga aufeinander? A. Zum 10. Mal. B. Zum 6. Mal. C. Zum 12. Mal. Oder D. Das 14. Mal. 12. Das ist falsch. Richtig wäre gewesen A. 10 Mal. Hat's auch im Kopf, ja. Ja, ich war zwischen 10 und 12 am Schwanken. 1-0 für mich, ne? Ja. Genau, damit führt Zimmer 1-0. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie oft gewann bisher unsere SGD in den Drittligaspielen gegen Halle? A. 2-mal, B. 6-mal, C. 5-mal oder D. 8-mal? Mach doch. Ich würde sagen 6-mal. Das ist falsch. Richtig wären gewesen 5-mal. Ja, ja, damit fünf. Da mal geschwankt wieder, ne? Stets 1-1 und wir kommen auch schon zur Frage 3. Im Hinspiel, das war ein ordentlicher Knaller im Rudolf-Habich-Stadion. Wie viele Zuschauer verfolgten das Hinspiel? A. 31.312, B. 29.159, C. 30.087 oder D. 27.564. Kann ich C nochmal hören, bitte? Das ist B. Das ist richtig. Ziemlich verarscht, du hast geguckt. Ja, doch, ich hab da so ein Gefühl für. Ja. Damit geht Zimmer mit 2-1 in Führung. Glückwunsch. Nächste Frage. Welcher Verein sammelt in der ewigen Drittligatabelle mehr Punkte? Lazio? Ja, Dresden. Falsch. Es ist Halle. Halle hat insgesamt 571 Punkte gesammelt in 443 Spielen. Für Dynamo sind es 493 Punkte in 293 Spielen. Du musst ein bisschen logischer denken, ja, weißt du, weil Spiele, ne? Halle spielt ja schon seit 11 Jahren oder so. Nee, war meiner. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Spieler des aktuellen Dynamo-Kaders hat die meisten Tore gegen Halle geschossen? A. Stefan Kutschke, B. Niklas Hauptmann, C. Ahmed Arslan oder D. Paul Will? Kutsche, wer war Zweiter? Kutsche, Haupe, Ammo oder... Kutsche. Falsch, es wäre Ammo. Echt? Wie viel hatten der? Drei? Drei. Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt geht's ein bisschen um die Städte. Es gibt die Frauenkirche in Dresden und die Marktkirche unserer lieben Frauen in Halle. Welche Kirche ist höher gebaut? Unsere Frauenkirche. Das ist richtig. Die Frauenkirche in Dresden ist 91 Meter hoch, die Marktkirche in Halle hingegen nur 83. Bei der nächsten Frage muss derjenige, der buzzert, insgesamt drei Spieler aufzählen. Und zwar zähle drei Spieler auf, die für Halle und Dresden spielen, aber auch schon für den jeweils anderen Verein gespielt haben. Also jetzt aus dem aktuellen Kader? Aus dem aktuellen Kader, genau. Drei Spieler, die für beide Mannschaften schon gespielt haben. Baumann für Dresden und für Halle, Erik Berko, Niklas Kreuz. Das ist richtig, damit geht der Punkt an dich. Kann ich dir noch ein paar nennen. Weitere Spieler wären gewesen Sven Müller, Daniel Mesenhöhler, Niklas Landgraf und Tom Zimmerschi. Ja. Letzte Frage. Zimmer führt mit 4-3. Entweder ist es der Ausgleich und wir gehen ins Stechen oder Zimmer holt sich den Sieg. Stechen. Ja. Wäre schon cool zu sehen. Wie weit liegen beide Städte laut Luftlinie auseinander, also Dresden und Halle? Sind es A. 185 Kilometer, B. 212 Kilometer, C. 113 Kilometer oder D. 132 Kilometer? Ich lasse es mal. Ich glaube, es ist A. 105 gab es auch. Nein, 185, 212, 113 oder 132? Eins von den letzten beiden. Ich sag D. 132 Kilometer?
Das ist richtig und damit ist es dein Ja! Oh Gott. Kommen wir also zum Stechen und da habe ich eine Schätzfrage für euch vorbereitet. Dresden liegt an der Elbe, Halle liegt an der Saale. Jetzt will ich von euch wissen, wie lang ist die Saale? Ihr dürft beide antworten, wer näher dran ist, gewinnt. Fang du ruhig an. Ich habe keine Ahnung, also wirklich gar keine Ahnung. Kannst du uns da so ein bisschen... Ja, so ein bisschen eingrenzen. Ja, ein bisschen. Es sind unter 500 Kilometer. Ja, komm, dann schätzen wir jetzt beide. Ich sag dann... 300 Kilometer. 300? Ja. Ich sag 301. Und damit hat Lazzo gewonnen. Es sind nämlich 413 Kilometer Länge. Ja, hat er gut gemacht, ja. Stark. Danke. Lazzo, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Damit geht der Tagessieg heute an dich. Ja. Danke.